Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein ganz, ganz einfaches Do-it-yourself. Und zwar, wie ihr schon in der Überschrift lesen konntet, machen wir heute ein Do-it-yourself-Belu-Duschschaum. Und ja, alles, was ihr dafür benötigt, ist ein Duschgel eurer Wahl. Und ganz wichtig, ein Pumpspender mit Reinigungsschaum, also ein Spender, der Schaum produziert. Das ist ganz wichtig für den Effekt. Und dann braucht ihr noch Wasser. Dafür gehen wir gleich aber an den Wasserhahn. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Also wie gesagt, ihr braucht einen Pumpspender, der Reinigungsschaum produziert, beziehungsweise irgendeinen Schaum. Und dafür habe ich jetzt hier von Balea den milden Reinigungsschaum genommen, weil ich diese Verpackung jetzt leer hatte und dafür hat sich das natürlich sehr gut geeignet. Und ja, und dann braucht ihr euer Duschgel. Und ihr befüllt das Ganze ungefähr ein Drittel, ein Viertel mit Duschgel. So, ich habe das jetzt ein Drittel befüllt. Und dann gehen wir jetzt auch an den Wasserhahn und der ganze Rest wird jetzt mit Wasser aufgefüllt. Wie ihr seht, habe ich jetzt oben noch ein ganz bisschen freigelassen, damit das noch ein bisschen Platz hat zum Schütteln. Und ja, ich wollte das halt einfach nicht ganz voll machen. Und ja, soweit sind wir auch schon fertig. Jetzt kommt der Deckel nur noch drauf. Und das Ganze muss gut geschüttelt werden. Und dann wollen wir das Ganze doch mal austesten. Wie ihr seht, ist das ein richtig, richtig schöner Schaum. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze wirkt. Aber ich finde, der fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Und ja, ich finde, das ist ein perfektes Dupe zu dem Bilou-Duschschaum. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr günstig und geht ganz, ganz einfach. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine Do-it-yourself gefallen. Und wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir doch auch gerne ein Bild bei Instagram unter dem Hashtag Beautyfee Do-It-Yourself Duschschaum. Da würde ich mich sehr drüber freuen und natürlich werde ich eure Bilder dann liken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!